Geht Geburtsvorbereitung online? Hallo und herzlich willkommen auf hebammenweisheit.de. Immer mehr Geburtsvorbereitungskurse finden online statt. Und ich war früher ein totaler Gegner davon. Konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Und jetzt, wo sich die Zeiten wandeln, habe sogar ich einen Online-Geburtsvorbereitungskurs gebaut. Also einen, den ihr unabhängig von Zeiten auch zu Hause sehen könnt. Und ich habe immer wieder Schwangere, die ich auch persönlich begleite, die sagen, du, ich buche mir den auf jeden Fall. Und dann nach einer Weile treffen wir uns wieder und sagen, hey, es war so wichtig, die Sachen nochmal zu sehen und zu hören und auch die Entspannungsübung darin zu machen und das auch mit deiner Stimme als Begleitung zu machen. Und das ist nochmal ganz anders gewesen wie der Live-Kurs, weil sie immer wiederholen konnten, ja. Und ich finde Live-Geburtsvorbereitung ganz, ganz wichtig. Ich habe es auch wahnsinnig gerne gemacht. Und heutzutage ist es so, dass viele Frauen alleine dastehen, mit eingeschränkten Kursmöglichkeiten dastehen oder gar keinen Kurs finden. Und da ist es eine super gute Möglichkeit, wenn ihr euch einen guten Online-Geburtsvorbereitungskurs bucht. Ja? Ich möchte euch Mut machen, das zu tun. Es ist ungewohnt und das ist eigentlich was in dieses zutiefst menschliche Miteinander, was wir haben als Hebammen, eigentlich gar nicht reinpasst. Aber wir leben in merkwürdigen Zeiten und es geht letztendlich darum, dass ihr die richtigen Informationen bekommt und dass ihr die von jemandem bekommt, dem ihr gut zuhören könnt, wo ihr das Gefühl habt, ja, das passt, da habe ich Vertrauen und das wirklich annehmen könnt und auch die Dinge wirklich versteht. Es geht ja nicht nur darum, dass ihr einfach so ein paar Fakten lernt oder ein paar Übungen macht, sondern es geht darum, dass ihr euch selber besser versteht, wie ihr als Papa und Mama werdet. Ihr wachst ja in eine komplett neue Lebenssituation rein. Ja? Euer Leben wird sich total ändern, wenn die Kinder kommen. Und schön, aber voll anders. Und da ist es gut, wenn ihr eine Begleitung habt, ne? Und nicht einfach da so reingeworfen werdet und irgendwie euch da so durchwurschtelt. Es ist wirklich eine ganz, ganz wertvolle Zeit. Und seid es euch wert und sorgt dafür, dass ihr richtig, richtig gut für die Geburt vorbereitet seid und auch übrigens für die Zeit danach. Also mit der Geburt hört es ja nicht auf, da fängt es ja erst eigentlich richtig an. Ja? Also, und das ist eben in dem Geburtsvorbereitungskurs, den ich gebaut habe, auch drin, dass die Zeit danach auch eine Rolle spielt. Und die ist so wichtig, ja, dass ihr da das Gefühl habt, ah, wie ist das eigentlich die ersten Tage und mit dem Stillen und was ist mit Milchstau und wie Stillposition. All diese Sachen, das sind alles Sachen, die jeden Kursrahmen sprengen, die aber in so einem Online-Kurs locker flockig reingepackt werden können. Und deswegen schaut euch das mal an und tut euch den Gefallen und bucht wirklich einen richtig guten Geburtsvorbereitungskurs. Geht auf die Seite www.hebammenweisheit.de, da findet ihr auf der Übersichtsseite ein bisschen weiter unten, wenn ich glaube der vierte oder fünfte Abschnitt, wenn ihr runterscrollt, ist der Geburtsvorbereitungskurs und den schaut euch mal, da schaut mal rein und bucht euch den und taucht da so ein bisschen ein, dass ihr gut gewappnet in die Geburt und auch in die ersten Tage danach geht. Ich wünsche euch viel Freude damit. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit mir eine Mail schreiben oder einen Kontakt unter das Video schreiben und dann werde ich mich melden. Ganz liebe Grüße, eure Livka.